Hallo und Glück auf zum Schalke-Legenden-Talk nach dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Kaiserslautern. Wieder mal keine guten Nachrichten. Schalke verliert relativ klar und deutlich mit 3:0. Ist wieder da, wo sie vor ein paar Wochen waren. Das zarte Pflänzchen des Weiterkommens irgendwie abgestorben. Darüber sprechen wir auf jeden Fall. Damit begrüße ich erstmal unsere Fußballlegenden Klaus Fischer und Rüdiger Bramczyk. Hallo und Glück auf. Ja, wie ist denn die Ausgangslage bei euch oder die Gemütslage? Wie habt ihr denn dieses Spiel verarbeitet? Ja, langsam kann man das gar nicht mehr verarbeiten, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, schauen die nicht auf die Tabelle, wo wir stehen? Wir sind einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt. Und wieder so eine Leistung gegen Kaiserslautern, wo wir eigentlich, hast du gesehen, chancenlos waren. Wir tun aber auch viel zu wenig, um Spiele zu gewinnen. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann rede ich immer von Qualität. Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen. Wenn ich Qualität habe, kann es mal sein, dass ich mal ein Spiel, ja, versage. Aber Qualität bringt die Qualität auch auf den Platz über die Zeit. Über die Halbsaison, über die Saison. Und ich sehe da keine Qualität, wo man sagen kann, hallo, das und das hat mir gefallen. Ja, wir haben fast keinen richtigen Abschluss, wir haben keine vernünftige Flanke. Und da ist auch keiner da, der mal die Flanke ja verwandeln könnte. Und ich muss ehrlich sagen, auch von der Einstellung her, von Engagement her, ich will jetzt nicht mal einer, nein, alle zusammen. Das sehe ich nicht. Und dann stehst du da, wo wir stehen. Das ist FC Schalke 04. Ich war jetzt am Wochenende bei einer Weihnachtsfeier bei einem Fanclub in der Schwäbischen Alb. Die Leute verzweifeln, die Leute fragen mich, was ist da los? Ja, das sind Schalke durch und durch, wenn man da hinkommt. Weihnachtsfeier für ein Fanclub, nur Schalke da. Die tun mir dir nicht leid, muss ich ehrlich sagen. Die kommen hier hin, die fahren zu den Spielen. Die fragen sich immer wieder, wie seid ihr Schalke Fan geworden? Ja, warum? Ich will gar nicht sagen, warum sie Schalke Fan geworden sind. Ja, so ist Ehrlich, es. das tut mir echt weh, weil ich habe es ja immer schon gesagt, man wiederholt sich es so oft, dass ich komme aus dem Bayerischen Wald, ich bin Schalker, ich bin seit 54 Jahren hier. Aber was da abläuft, letztes Jahr schon, dieses Jahr schon wieder. Und ich sehe nicht, wo wir da unten rauskommen. Wir sprechen ja nicht von der ersten Liga, nein, wir sprechen von der zweiten Liga. Wo führt das so hin, wenn das so weitergeht? Und wenn wir schon mal dran sind, die nächsten drei Spiele, da spielst du nicht gegen Jahn Regensburg und gegen Ulm. Nein, da spielst du gegen Paderborn, Tabellenführer. Der Elversberg, wo wir letztes Jahr auch so viele Schwierigkeiten hatten, und Düsseldorf, die auch im Moment nicht so drauf sind. Aber trotzdem. Das, was wir zeigen, gewinnst du kein Spiel. Ja, das so richtig, Klaus. Also so sehe ich das fast auch so. So ähnlich sehe ich das auch, aber ich sehe auch in der Truppe, da ist irgendwas, ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Das ist keiner aggressiv auf dem Platz, alle zu weit wieder weg, was wir schon seit Monaten sagen. Vorher bei dem Trainer, jetzt ist der Trainer da, wieder das Gleiche. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was die trainieren, wie die trainieren. Also ich sehe da nicht irgendwo etwas, wo ich sage, oh, das gefällt mir, das haben die toll gemacht. Nein, die spielen ihren Part runter, egal ob sie gegen wen sie spielen. Ja, gegen Regensburg machen sie ja hier zwei Tore. Okay, das ist auch eine Truppe, die musst du schlagen. Ja, die musst du einfach schlagen. Dann spielst du in Hamburg. Erste Halbzeit Katastrophe, zweite Halbzeit hat angeblich der Karaman auf den Tisch gehauen und dann war zweite Halbzeit ein bisschen besser. Aber du darfst auch nicht vergessen, Hamburg
hat direkt in Karlsruhe jetzt gewonnen. 3-1. Da muss man sich mal im Kopf packen. Und da war kein Baumgartner, sondern da war ein Co-Trainer da, der gewinnt 3-1. Also da muss in Hamburg auch was nicht gestimmt haben. Wir können froh sein, dass Baumgartner noch da gewesen ist. Ich glaube, wenn da ein anderer gestanden hätte, hätten wir in Hamburg große Schwierigkeiten gekriegt. Weil man immer sagt, ja, man hat ja in der zweiten Halbzeit toll gespielt. Nee, man hat deswegen gespielt, weil Hamburg so schlecht war. Ganz einfach. Und so muss man das auch sehen. Und wenn ich heute hier sage, Kaiserslautern, ja, dann frage ich mich nur, Kaiserslautern, die haben uns an eine Wand gespielt. An eine Wand gespielt haben die uns. Die haben uns gar nicht für ernst genommen, habe ich das Gefühl gehabt. Die haben besser kombiniert als wir, die standen besser hinten, die waren aggressiver als wir. Dann haben die noch vorne zwei gute Jungs, was ich ja vorher auch gesagt habe, die sind vorne gut bestückt, diesen Ache, der sich zum Glück noch verletzt hat. Aber ich meine, jetzt sagt man ja jetzt nicht. Aber gut, dass der noch runtergegangen ist, weil wenn der drauf geblieben wäre, wäre er wahrscheinlich noch ein bisschen höher ausgegangen, glaube ich, die ganze Geschichte. Ja? Aber es kann doch nicht sein, dass ein, ich sage einfach mal hier, so ein Mittelfeldspieler wie Schamberg oder wie sie alle heißen, Bachmann ist doch keiner, der vorne spielen kann. Ich bitte, also das reden wir jetzt schon, wie lange reden wir das schon dahinter? Warum? Younes soll doch, die soll mit zwei Spitzen spielen und den Younes hinten dran und Feier haben. Was willst du mit dem Bachmann? Ich habe mal gehört, der Bachmann, der wäre in Rostock ein guter Innenverteidiger. Dann sollen sie den da lieber hinstellen. Der ist groß, schnell und kann auch ein bisschen was am Ball. Dann können sie nämlich auch den Paul Seguin weiter nach vorne schieben. Als der reinkam, habe ich gedacht, was ist denn mit dem los? Was spielt der da? Der hat hinten als Libero gespielt und die beiden Manndecker vor ihm. Ja, sag mal, da fährt aber dann irgendwann einer im Mittelfeld. Was ist das für ein Durcheinander bei uns? Es kann doch nicht sein, dass jeder macht, was er will. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Trainer sagt, hier, mach jeder, was du willst. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber im Spiel ist überhaupt keine Disziplin. Überhaupt keine. Da macht jeder, was er will. Und das ärgert mich mittlerweile. Es kann doch nicht sein, dass wir hier zu Hause, dass nach 70 Minuten fast die Hälfte des Stadions leer ist. Dass die abhauen, die Leute, dass die so eine Krawatte haben und sagen, hör mal, wir zahlen hier viel Geld und machen den hier und kriegen hier so eine Scheiße zu sehen, wie wir spielen und wie. Also das funktioniert, also da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt muss aber mal langsam hier was passieren. Also ich höre nur noch, ja, wir brauchen Sportvorstand, wir brauchen ja, wen? Bobic. Wen haben sie da noch? Bult oder Belt oder wie der da hieß. Alles solche komischen Vögel. Jetzt lässt du den Mulli das machen hier und dann ist doch gut. Der Juri macht das doch jetzt. Der quatscht das und das sollen sie jetzt lassen. Und sollen endlich mit dem scheiß Thema da aufhören. Ja, wer soll denn hier hinkommen? Wer soll denn hier hinkommen? Ist doch scheißegal, wer da macht. Wir müssen hier auf dem Platz langsam aber sicher die Ärmel hochkrempeln, sonst haben wir genau das Gleiche wie im letzten Jahr. Ja, ich sehe auch das so, dass wir mit zwei Spitzen spielen müssen. Und die beiden Spitzen, die müssen sich bewegen, links, rechts, raus. Und dahinter muss ein Jude spielen, der die vielleicht einsetzt, der auch mal in den Strafraum reinkommt durch sein Dribbling, wo dann gefährlich wird für den Gegner. Weil er eine gute Ballführung hat und so weiter. Aber links draußen ist ja Fell am Platz. Und auch über die rechte Seite, der Bulut, alles gut und schön, der Junge. Der macht und tut und so weiter. Aber er kann nicht eine vernünftige Flanke schlagen. Wo hat der beim Weltmeister nichts gelernt? Flanke. Eine gute Flanke. Du weißt, du besser als ich. Eine gute Flanke, sagt man, ist ein halbes Tor. Ja, wir haben aber eine schlechte Flanke. Klaus, ja, aber mit damit. Aber wir haben aber auch hinten gestanden. Ich habe den Kaminski letztes Mal schon ein bisschen wieder gelobt. Aber ich muss doch mal, Mensch, das sind doch ältere Spieler, die müssen doch mal vorangehen. Die müssen doch mal sagen, hör mal Jungs, hier, wir spielen hier zu Null. Seht ihr zu, dass wir ein Tor machen? Aber das ist doch nicht. Sobald wir anfangen, hinten rumzuspielen oder die andere Mannschaft greift bei uns an,
Da musst du dir die Hände vor die Augen schlagen und sagen, oh, hoffentlich knallt er nicht sofort. Also das kann es doch nicht sein. Jetzt ist der Kallas für mich auch schon so ein Faktor, der jetzt auch schon verunsichert ist. Entweder ist der mit seinem Knie nicht fit, ja, beim dritten Tor hat er sich ausspielen lassen wie ein kleiner Junge. Ja, das funktioniert doch nicht. 30 Meter vorm Tor, da muss doch Alarm sein. Da muss doch jeder wach sein und sagen, hör mal, aufpassen, 30 Meter vorm Tor, Jungs, jeder zu den Männern hin. Aber das passiert bei uns nicht. Die lassen alles laufen. Oh, der Nächste macht das, der Nächste macht das. Ja, und dann als Torwart stehst du da und kannst überhaupt nichts gegen machen. Ob der Ball angeschossen war oder nicht. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass 30, 40 Meter vorm Tor die hin und her spielen können und keiner... Weil sie zu weit weg sind. Ja. Weil sie zu weit weg sind und nur zuschauen. Der Junge, der kleine Japaner, beim dritten Tor, was der mit uns da gemacht hat, da muss man ja sagen, hallo, geht's überhaupt noch? Und ja, dann, Gott sei froh sein, dass 3-0 zu Hause gegen Kaiserslautern 3-0 zu verlieren. Ein FC Schalke 04 in der zweiten Liga. Und Klaus, das ist keine überragende Truppe hier. Die haben nur vorne ein bisschen Qualität. Aber hinten haben die auch nicht irgendwie und im Mittelfeld auch nicht. Aber dann freuen wir nur, der Paul Seguin kommt rein und ich sage, was spielt der denn da? Ja, weil der spielt so einen Libero-Ball, ja, mal. Ich weiß gar nicht, was das soll. Da fährt doch einer im Mittelfeld, wenn der sowas spielt. Wenn wir die denn gefordert, dann höre ich, dass ein Silas, habe ich mal gelesen, hat einer gesagt, der könnte mal 20, 30 Millionen bringen. Ja, ich sag mal, wo sind die denn, die Leute, die sowas sagen? Weil einer in der Bundesliga 20, 25, 20 Tore macht, da kann ich mal überlegen, zu sowas zu sagen. Aber nicht in der zweiten Liga, wo fünf Schalke-Tore reingemacht hat. Und dann kommen die daher und reden so ein dummes Zeug. Nein, die Mannschaft, muss ich ehrlich sagen, normalerweise habe ich gesagt, weißt du was, der Trainer muss jetzt sagen, pass auf, wir treffen uns um 9 Uhr, wir trainieren. Da gib mal richtig Gas. Weil was ihr da unten veranstaltet, ja, ihr unten müsst das rausholen. Nicht der Trainer spielt, nicht der Vorstand, niemand spielt da. Ihr spielt da unten. Ehrlich. Naja, das genau. Da kann man nicht mehr zuschauen. Ja? Naja, und vor allem die Zuschauer, du siehst ja, die hauen auch mittlerweile ab. Ja, weil die sauer sind, so sauer sind, weil die, weißt du, wenn du wenigstens kämpfst und Gas gibst, und machst und verlierst unglücklich 1-0, ja, dann würde ich sagen, okay, war Pech, meine Güte, wir haben alles gegeben. Aber 3-0, und wie, die haben ja noch ein paar Chancen gehabt. Das ja, du hast ja nicht das Gefühl gehabt, nee, wir könnten ein Tor machen. Ach, wir überhaupt gar nicht. Nee. Und dann war so ein Elfmeter, da haben sie wieder alle gedacht, oh, Elfmeter. Du, das hast keinen Elfmeter gekriegt, da sind sie alle wieder untergetaucht. Oh, jetzt haben wir keinen Elfmeter gekriegt. Ja, aber das kann es doch nicht sein. Wie du gerade sagtest, es kommt über außen nichts. Dann kommt Donko rein, der Mucki geht ins Mittelfeld, der Donko rennt dreimal hin und her, da kannst du ihn auf die Leine hängen. Statt den stehen zu lassen, bleib auf deiner Position, dann stell ich den Donko im Mittelfeld rein. Dann soll er doch Gas geben. Ja, aber der rennt von hinten dreimal vor und zurück und war mausetot. Und Mucki steht im Mittelfeld so und ist auch platt. Das ist, ich verstehe das alle nicht. Das ist doch dann keine Überraschung mehr. Unser Spiel, wenn du unser Spiel anguckst und ich spiele nächste Woche in Paderborn, ich würde mir als Trainer sagen, weißt du was, Jungs? Ich weiß ganz genau, wenn der reinkommt, kommt der. Wenn der reinkommt, kommt der. Und da ist gar keine Überraschung mehr bei uns. Du weißt genau, wie der Ablauf ist. Ganz genau. Seguin zwischen den beiden Innenverteidigern. Da würde ich da eine Spitze hinstellen und sagen, geh zu dem hin. Die beiden Innenverteidiger können eh das Spiel nicht machen. Du bleibst bei dem Seguin und guck mal, beschäftige den ein bisschen, dass er nicht am Ball kommt. Schon ist das Spiel im Arsch bei uns. Kann das doch nicht sein. Also so ein Kinderfußball, bitte. Wir können uns da gar nicht durchsetzen. Wir setzen uns gar nicht durch, dass wir mal eine Chance haben. Was für Chancen haben wir gehabt? Ist dieser Torwart überhaupt mal richtig geprüft worden? Ach. Gar nichts. Ja, und... Das, die Gegner,
die sind ja nicht schlechter als Kaiserslautern. Die sind eigentlich, die wir jetzt haben, die drei, noch, wahrscheinlich noch besser als Kaiserslautern. Ja, was soll da draus werden? Ja. Ich muss ehrlich sagen, Miss Angst und Bange dieses Jahr. Ja. Also wenn das so weitergeht, sehe ich da auch ein bisschen. Kann sie weitergehen. Vor allen Dingen hast du ja, du darfst ja nicht vergessen, wenn du jetzt ein bisschen aufgeholt hast, im nächsten Jahr kommen die ja auch alle. Also das heißt, im Endeffekt nachher jetzt, wenn du jetzt aus den drei Spielen nichts holst, kann ja sein, dass du im nächsten Jahr auch nichts holst. Also das heißt, du musst vorher schon viele Punkte machen, um unten da einigermaßen rauszukommen. Weil dann hast du vier schwere Spiele zum Schluss. Das muss man denen ja auch mal erklären. Du kannst ja in Karlslautern auch verlieren. Du kannst aber auch dann hier gegen Paderborn verlieren. Dann spielst du in Düsseldorf, ja, dann hast du ein Riesenproblem. Die müssen mal langsam wach werden, diese Truppe hier. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wir haben auch zu viele Probleme hier mit Ralle und mit dem alten Trainer hier, mit Gerets. Gerets erzählt, oh, bla bla bla, und jeder springt da drauf ran. Und auch der Gerets hat ja recht, der Gerets. Was hat der Gerets denn gemacht? Wir sind fast abgestiegen und dann sind wir Zehnter geworden. So, und dann die Saison darauf, was war, haben wir uns auch nicht verbessert. Der hat weder einen Spieler besser gemacht, noch sonst was. Aber der erzählt jetzt in der Öffentlichkeit, was für ein geiler Trainer der war. Ja, da frage ich mich nur, hallo, da musst du doch als Verein gar nichts mehr zu sagen. Da will ich doch gar nicht mehr drüber reden über Gerrit. Da will ich sagen, er ist gut. Dann soll er uns mal sagen, wo er uns hingeführt hat, wenn er schon unseren Verein so kritisiert. Ja, die kritisieren unsere Vereine und selber haben sie nichts drauf. Kann ja doch nicht sein, Klaus, oder? Ich sag ja, ich weiß, man muss sich wirklich die Frage stellen. Man hat so viele Trainer jetzt gehabt. Was ist, wer hat die Truppe zusammengestellt? Das muss man einfach mal so sehen. Ja? Und ich sehe auch kein. Ich sehe, weißt du, was mich aufregt, seit zwei Jahren haben wir jetzt Trainer hier, aber ich sehe keine Entwicklung, dass irgendwie einer besser wird. Dass er sagt, wow, der geht aber ab. Hör mal, der ist gut, der ist ganze Saison gut drauf. Ich sehe das leider nicht. Ich weiß nicht, ich bin auch manchmal so ein bisschen unschlüssig. Das ist dieses individuelle Training, was wir auch früher gemacht haben. Ja. Ja, das ist, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht. So ein Bruder, der ist gut, der Junge, kein Thema. Aber ich muss dem doch sagen, Junge, du gehst nach innen, schlägst mit deinem Linken rein. Wer will denn da ein Tor machen? Ja. Wie soll ich als Stürmer hinlaufen, wenn der Ball so kommt? Da muss ich zum Torwart gucken, dass der mir den Kopf abhaut. Ja. Ja? Aber du musst doch mal außen vorbei. Geh außen vorbei. Ja, das ist ein guter Junge, aber dass die Qualität, außen vorbeizukommen und wie du gerade gesagt hast, eine vernünftige Flanke, vernünftigen Abschluss zu finden, das sehe ich alle gar nicht. Ja, wenn man eine Entwicklung sehen würde, dass die Mannschaft bereit ist, 90 Minuten Gas zu geben, auch das siehst du nicht, abgesehen von der Qualität. Das ist einfach die Voraussetzung, dass ich das auf den Platz bringe. Und dann kann ich weiter gehen und kann sagen, ja, jetzt müssen wir ins 1 gegen 1 weiter vorne. Aber in erster Linie ist Kampf angesagt von allen. Da kannst du mal ein Spiel gewinnen. Ein dreckiges Spiel, kann man sagen. Aber das ist die Voraussetzung. Habe ich die nicht, dann siehst du so aus, wie am Samstag gegen Kaiserslautern. Ja, und auch Schallenberg oder so im Mittelfeld, den siehst du ja nicht, Klaus. Der versteckt sich ja überall, das ist ja nur eine Versteckerei, das ist mal ein bisschen dein Spiel, ein bisschen dein Spiel. Aber das ist doch zu wenig. Ey, da muss doch was kommen, da muss doch irgendeiner sagen, hör mal Jungs, was ist los, komm, wir müssen jetzt hier Gas geben. Die haben 60.000 Leute hier. Ja. Hör mal, da muss ich doch schon alleine, weil so viele Leute und so viele Menschen hier sind, da bin ich doch, gehe ich doch mit großem Herzen schon raus und sage, komm mal, heute packen wir die. Egal wie. Ja. Ja, und wenn ich im Fußballerischen nicht gut bin, dann packe ich ihn aber mindestens im Kampf. Ja. Kampf bis zum Schluss. Und das heißt Mann gegen Mann. Du gehst hin, du gehst hin, du gehst hin. Und derjenige, der hier richtig hingeht, gewinnt auch die zwei Kämpfe. Ja. Aber wir sind 5 Meter von den Leuten weg. Ja. Wie wollen wir denn Spiel gewinnen?
Da wenn wir da hinlaufen, spielen die um dich rum. Da verlässt sich einer auf den anderen. Ja. Ja, da bist du verlassen. Ja, ich so. Weil wenn du vorher nicht erkennst, dann musst du drauf. Und der Nächste auch. Wenn der Nächste erst hingeht, wenn der am Ball ist, alles zu spät. Vorher, mal wieder das Gleiche. Ja, wir haben ein Riesenproblem. Entweder müssen wir jetzt hier in der Winterpause nochmal nachladen. Aber mit was muss denn? Ich sehe, in der Abwehr haben wir auf jeden Fall ein Problem. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also entweder muss ich würde jetzt auch alles ausprobieren, wenn ich zum Beispiel gehört habe, dass der Bachmann da schon mal Innenverteidiger gespielt hat und der soll nicht schlecht gespielt haben in Rostock, dann probiere ich ihn da. Ja, aber ich probiere den nicht in die Spitze. In die Spitze kann der nichts. Der ist groß, schlank, aber der kann nicht kicken. Ja, das ist das Problem. Der ist einfach zu groß für seine Art und Weise, außer wenn ich ihn ganz vorne reinstelle. Und ich weiß nicht, ob er so ein geiler Kopfballspieler ist. Also mit Sicherheit nicht. Da habe ich gesagt, der ist. Ja, jetzt kommen auch keine Flanken rein, das kannst du das ja noch niemals beurteilen. Nein. Ja? Aber der ist 2 Meter groß und kriegt in der Defensive kaum einen Kopfball. Also, wenn ich so groß bin und dementsprechend richtig stehe, auch. Dann kriege ich fast jeden Ball. Und auch vor allen Dingen, was mich. Einmal die Reservespieler. Die kommen alle rein und machen alle nichts. Keiner gibt da Gas. Kein einziger ist dabei, der sagt, hör mal, heute habe ich eine Riesenchance, da bin ich nächste Woche und spiele. Ja. Nein, die kommen, laufen ein bisschen, gucken ein bisschen dahin spielen, ein bisschen dahin. Da ist nicht einer dabei, der sich anbietet. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da will ich als Trainer auch sagen, ja, ich habe den noch reingetan, guck mal. Aber das kommt nichts von jedem Einzelnen, der da reinkommt, aber am Beschweren jedes Mal, ich spiele nicht, ich spiele. Ja, warum spielst du denn nicht? Du kommst rein und spielst noch schlimmer als die rausgegangen sind. Das kann das doch nicht sein. Da muss ich doch mal ein bisschen Herz haben und sagen, ja, jetzt habe ich eine Chance, jetzt gebe ich mal hier Vollgas. Ja, aber ich bitte dich, mittlerweile kriege ich so eine Krawatte, wenn ich schon sehe, wer da unten reinkommt. Da weiß ich jetzt schon, dass es nicht besser wird, sondern noch schlechter wird. Da müssen die doch auch mal langsam wissen, diese Reservespieler. Mensch, wenn ich reinkomme, muss ich was zeigen. Aber der wird immer noch schlechter dann bei uns. Ja. Und natürlich, in dieser Situation, wo wir sind, und die gucken auf die Tabelle, das Selbstvertrauen ist ja weg. Aber wir holen das Selbstvertrauen. Was wir auch wieder gesagt haben, dass du Gas geben, über den Kopf zum Spiel. Hat das der Perberger vor 150 Jahren gesagt. Nur so geht's. Und nicht anders. Ein bisschen Fußballspiel, ja, nee, das geht nicht. Du hast ja auch sofort die Leute bei dir wieder hinterm Rücken, wenn die sehen, oh, die kämpfen und, dann bewegt sich auch wieder was im Stadion. Ja. Aber die Leute sitzen da und sagen, oh. Und die Zuschauer kommen dann auch. Ja. Ja? Aber so, hau die Zuschauer ab. Haben wir gesehen? Nein, also besten wir nicht. Also da muss man jetzt schon, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Leute hier noch verärgern, die jetzt hier immer ins Stadion kommen und die uns immer noch anfeuern und machen und wo tun. Wo die herkommen. Ja, und woher die kommen. Hier, wir haben den Mehmet hier, unseren Freund Mehmet, der kommt aus Oberstdorf. Weißt du was? Oberstdorf, da fährst du 7 Stunden mit dem Auto. Ja? Und dann kommt der mit dem Zug, der übernachtet hier, der kam wieder in eine Loge oben rein. Der hat so, ach, ich bin so enttäuscht, ich muss aber gleich wieder zurück mit dem Zug. Ich sage, Moment, wie lange? Ja, 6-7 Stunden. Die mit dem Zug. Die nehmen alles auf sich hier und das ist nicht ein bisschen, geben die nicht ein bisschen zurück. Das kann doch nicht sein. Das ist ja nicht nur der Moment, da sind ja auch viele andere Leute, die noch vom Weiterkommen, ja, die sich da in den Stau reinfahren, wo du immer sagst, ist nur noch Stau. Ne? Also auf Freitag auch noch. Ja. Naja. Ja, gibt es denn die 3 Spiele, die haben wir ja schon angesprochen, das sind ja keine leichten Aufgaben. Paderborn, Düsseldorf, Elversberg. Aber könnte man da vielleicht das Selbstvertrauen holen, indem man Kampf zeigt, egal ob man dann gewinnt und vielleicht einen Punkt holt? Dann musst du das aber am Platz zeigen. Nicht in der Presse, nicht irgendwo. Auf dem Platz musst du zeigen als Truppe. Und dann kannst du dir Selbstvertrauen holen, wenn du punktest. Genau so. Aber nicht, wenn du so spielst, nur bist du Fußballspiel, ja, die Zuschauer helfen. Und so. Nee, du musst dir helfen.
Niemand anders. Na gut, ist das hier in Paderborn wird sowieso schwer, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Aber auch, weißt du, ich ärgere mich schon wieder so ein bisschen, weil ich, wenn ich schon wieder höre, oh, in Paderborn, da, oh, da verlieren wir. Nee, ich muss anders hingehen, ich muss sagen, in Paderborn, Jungs, da drehen wir das Ding um, da gewinnen wir. Ja, aber die sind jetzt schon wieder alle, oh, Paderborn, was kommt dann, Düsseldorf, oh, ja, mal, Düsseldorf haben wir sonst immer weggehauen. Weil ich frage mich nur immer, warum auf einmal so eine Panik und Angst entsteht gegen jede Mannschaft, die ein bisschen über uns steht, heißt sofort, wir verlieren. Ja, das kann es doch nicht sein in einer Mannschaft, wo da geht doch mal die Ärmel hoch und sagt mal, Jungs, komm, heute geben wir mal Gas. Weißt du, dann ist schon so, ach, die stehen über uns, wahrscheinlich verlieren wir. Ist aber so, René. Und Paderborn ist doch keine Überfliegermannschaft. Das ist doch nicht eine Mannschaft, und jetzt haben die zwei, dreimal gewonnen. Und guck mal, die sind natürlich jetzt oben. Ja? Aber das ist doch keine Überfliegermannschaft, wo ich sagen würde, vor dem muss ich keine Angst haben. Die haben ein Stadion, da passen 15.000 rein. Da kommen allein 5.000 von unseren Jungs mit. Ja, da muss ich doch jetzt mal langsam sagen, jetzt ist aber gut. Ja. Oder? Also du kannst in dieser Liga, wir gucken die ja auch, du kannst jeden Gegner schlagen. Jeden Gegner. Aber nicht mit spielerischen Mitteln, die wir nicht haben, sondern mit Kampf von der ersten bis zur letzten Minute. Und dann sind die 5.000, 6.000, da sind aus Ostwestfalen genügend Zuschauer da, die nach Paderborn da gehen, die Schalker sind, dann sind die auch da, die helfen dir. Mehr können nicht als ein bisschen helfen. Du musst als Mannschaft zeigen, was los ist. Verdammt nochmal, also ich... Na, ist ja wirklich so. Ja, Mann, die wissen gar nicht, welchen Verein sie spielen. Ja, das ist es leider. Na, das wir haben 180.000 Mitglieder. Ja. Die fahren überall her von den Schalker. Warum, man muss mal sagen, warum seid ihr Schalker denn? Nicht, weil die hier spielen, nein. Weil andere gespielt haben und ihre Freude daran haben. So ja, ist es. Ist so. Wir beschäftigen uns mit zu vielen anderen Sachen. Das ist aber ist denn so ein, du hast ja gerade angesprochen, diese Gerets-Geschichte und dann auch Fährmann war ja auch ein Thema in dieser Woche. Ja, stört das auch? Ja, aber das, René, wir machen zu viel Fässer hier auf. Jeder will dann auch mitreden. So mehr du doch mitredest, umso mehr lacht die Presse sich doch kaputt. Ja? Die Presse, die wartet doch nur darauf, dass einer was von denen sagt. So, und dann geht es los. Und das muss doch nicht sein. Ich werde mich doch nicht über Gerets äußern. Ich würde das erste Mal, wenn ich jetzt hier Sportdirektor bin, dann würde ich sagen, wissen Sie was? Gerets soll sich mal seine eigene Nase packen. Der hat mit unserem Verein nichts mehr zu tun. Hat der uns in die erste Liga reingebracht? Nein. Fast abgestiegen sind wir und durch Glück Zehnter geworden. Also so eine große Granate war das jetzt auch nicht, dass er sich hinstellen kann, ich bin zu Unrecht hier entlassen worden. Das ist auch egal, ob der Ben Manga schon einen anderen Trainer hatte oder nicht. Aber wir waren doch alle nicht zufrieden mit ihm. Und dann kommt der um die Ecke und erzählt jetzt hier, was wir alle falsch machen. Und unser ganzer Verein springt drauf los. Das kann doch nicht sein. Wo sind wir denn? Wir haben doch auch Leute hier von der Presse, die bei uns in der Pressearbeit machen, die von der Bild-Zeitung kommen. Und, da wird doch mal, muss doch mal beraten werden, zu sagen, hör mal zu, wir reagieren da gar nicht drauf. Fährmann ist oder andere. Fährmann sagt, ich habe ein Interview gegeben. Ja, wo ist das denn hingekommen, das Interview? Das würde mich gerne mal fragen. Wenn das irgendwo an der Geschäftsstelle hingekommen ist und es hat keiner gelesen, ja, dann ist es einfach so. Dann werden die gesagt, dann schreiben wir es so. Aber wenn ich doch als Verein, als Manager da hingehe und lese mir das durch, und sagen, nee, hör mal, so geht das nicht, Freunde. Dann rufe ich bei der Sportmitte an und sage, nee, das wird nicht so geschrieben. Aber scheinbar hat das ja keiner gelesen. Ja, und das ist so, die reiben sich ja die Hände, dass in Schalke nicht funktioniert. Ja, logisch. Das ist ja gefundenes Fressen für die. So. Und die schlachten das natürlich aus. Und holen sich natürlich auch die Informationen überall her. Und da steht das in der Zeitung. Sie haben, ja... Die Auflagen erhöhen sich und so weiter. Das ist, hör mal, die lachen sich ins Fäustchen. Und wir machen dann mit. Ja, eigentlich ist alles gesagt.
das ist eine schwierige Situation für alle. Wahrscheinlich für die Fans am meisten kurz vor Weihnachten, 3 Spiele noch vor der Brust. Lass uns aber mit etwas Positivem abschließen. Mit einem Augenzwinkern. Der Abi hat aufgeholt beim Tippspiel. Oh, ich habe ja gesagt, ich komme. Was? Wohin? Mit Tippspiel nach oben. Wo du jetzt immer gesagt hast, hier, ich gucke bei dir ab, bei rufe ich dich immer an. Ja, vorher, da tippst du. Ja gut. Dann hätten wir beide das Gleiche. Dann würdest du jetzt auch nach oben weiterkommen. Ich denke mal, am Schalke Ergebnis sagst du nicht. René, ich rufe ihn nicht mehr an, weil er glaubt, ich tippe das Gleiche, was er tippt. Er muss mich einen anderen anrufen und nicht weitergeben. Ja, also Abi hat tatsächlich in dem schwierigen Spieltag 8 Punkte geholt. Acht Punkte geholt und hat ein paar Plätze gut gemacht. Und dann ist noch nicht das Ende. Warte mal ab, wenn ich jetzt mal richtig in Rage komme, dann werde ich ganz schnell oben sein. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Aber der Klaus ist noch vor dir. Ja, aber den habe ich auch bald. Gegen Paderborn. Ja. Könnt ihr euch schon mal überlegen. Ich weiß schon, was ich tippe. Aber sag's nicht. Nee, dann macht er das auch wieder. Nee, ich muss mir das noch alles überlegen in Paderborn. Also in Paderborn. Wenn die Truppe das mitkriegt, war mir auch Verlangen von denen, dass ich, weiß ich nicht, oder dass denen vermittelt wird, was sie machen müssen, um dazu bestehen. Also auf jeden Fall darfst du in Paderborn nicht die Hose voll haben. Also da musst du, wenn du die Hose da voll hast und sagst, dann brauchst du da gar nicht hinfahren. Ja, aber ich finde Paderborn, Jungs, Paderborn, das ist doch jetzt nicht eine Weltstadt, wo ich sagen würde, von denen, wenn ich jetzt München spielen würde bei Bayern, würde ich sagen, Bayern, da kriegst du richtig. Paderborn, wir reden hier von Paderborn. Ja, aber trotzdem, dass sie oben sind. Aber sie sind doch nicht unschlagbar. Also ich bitte dich. Genau, wir sind auch nach München gefahren und haben nicht die Hosen voll gehabt. Natürlich haben wir auch da verloren. Aber gewonnen. Wir haben auch gewonnen. So. Aber gewinnt tust du nur, wenn die Truppe, wirklich nur die Truppe, da kann dir kein anderer helfen. Die müssen sich selbst helfen, um da rauszukommen, indem wir das Spiel angehen und, ja, aber drauf ohne Ende, aber nicht doof. Genau so ist es. Dass du dir keine gelbe, keine rote Karte holst. Schauspiel, ja. Aber wir werden es sehen. Das lassen wir so stehen. Danke für eure Einschätzung. Und kannst du immer nur wieder sagen, hoffen wir, dass wir nächste Woche vielleicht über was Positives mal sprechen können. Danke für eure Zeit, für eure Einschätzung. Danke, und bis nächste Woche. Glück auf. Glück auf.